Begib dich einmal im Jahr an einem Ort, an dem du noch nie gewesen bist. So lautet eine japanische Weisheit. Genau das dachte sich auch eine Sportlerdelegation aus Japan, die seit gestern Nachmittag in Cottbus ist. Ich war schon mal vor 24 Jahren hier in Cottbus und es hat mir damals sehr gut gefallen. Diese Erfahrung wollte ich auch meinen Studenten bieten. Die Delegation besteht aus 34 Turner, welche alle aus der Hauptstadt Tokio stammen. Alle studieren an der privaten buddhistischen Kumazawa University. Grund für ihren Besuch ist ein allgemeines Trainingslager für den bevorstehenden Vergleichswettkampf zwischen ihrer und einer anderen japanischen Universität. Die Anlage hier ist sehr gut. In Japan haben wir nur wenige solch guter Möglichkeiten. Ich bin sehr froh, mit meinen Studenten hier sein zu dürfen. Einer der Sportler ist Yusuk Nishina aus Osaka. Der 21-Jährige studiert Betriebswirtschaft im 7. Semester an der Kumazawa University. Er ist Turner aus Leidenschaft und das schon, seit er 2 Jahre alt ist. Sein Eindruck von Deutschland fällt bislang positiv aus. Die Turngeräte hier haben andere Eigenschaften als in Japan und das ist ein gutes Training. Damit können wir uns auf internationale Wettkämpfe vorbereiten. Was uns bei unserem Aufenthalt besonders aufgefallen ist, dass die Deutschen kein Reis zum Frühstück essen. Daran mussten wir uns erst mal gewöhnen. In den nächsten Tagen werden Sie den Olympiastützpunkt noch genauer kennenlernen und sich genügend auf Ihren Wettkampf in der Heimat vorbereiten können.